Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie ihr seht, gibt es heute ein Unboxing und da schon ein Balisong auf dem Paket liegt, wisst ihr, da muss ein Balisong drin sein. Und zwar hat mir der liebe Wolfi wieder mal was zum Testen geschickt und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein. Unboxing heute mit dem JKR Inox. Das hier ist sogar das Messer, das mich, bevor ich das Chimera und Morpher gekauft habe, am längsten begleitet hat. Also, es ist schon kaputt. Hier habe ich sogar andere Schrauben verwendet. Auf der Klinge ist Flugrost, aber das Teil ist immer noch scharf. Und dann würde ich sagen, schneiden wir uns jetzt mal da durch. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Wie ihr seht, die Klinge ist echt noch scharf, obwohl das Balisong schon recht alt ist und schon so oft auf den Boden gefallen ist. Aber ich bin jetzt gespannt, wie das Teil da drin so ist. Und okay, da kommt wieder Zeug raus. Och, oh, herrje, oje. Okay, hier drinnen befindet sich das Testmesser, aber was hat mir der Wolfi da wieder geschickt? Also zuerst mal eine Weihnachtskarte. Ach, herrje, oje. Wolfi, vielen, vielen herzlichen Dank. Okay, hier habe ich mal einen Card Sharp. Also so ein Kartenmesser, wie funktioniert das Ganze? Mal sehen, so eins wollte ich mir schon mal kaufen. Ja, irgendwie so reinbiegen. Das soll jetzt aber nicht das Wichtigste sein. Kaffee, perfekt. Und eine Tüte Haribo. Und ach, Wolfi. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also ich glaube, alle stimmen mir zu, dass Wolfi wirklich einer der ganz, ganz Guten in der Messerszene ist. Wolfi, das wäre echt nicht nötig gewesen. So, mal sehen, ob ich das Teil rausbekomme. Es handelt sich um ein Ganzo. Oh! Ein Springmesser von Ganzo mit Camouflage-Griffschalen, also Digi-Camo. Wahnsinn! Wolfi, du bist verrückt. Vielen, vielen, vielen Dank. Wahnsinn. So, aber jetzt schauen wir, was darin ist, denn da ist das Testmesser. Natürlich gut eingepackt, damit es auch heile ankommt. Und zwar ist es von Microtech. Also, wer die Marke Microtech kennt, die machen sehr, sehr teure Messer. Und hier haben wir das neueste Balisong von Microtech. Und zwar das Tachyon 3. Und zwar in der Budget-Variante. Soll heißen, es gibt noch eine teure Variante davon, die ist von Marfione Custom. Die kostet dann so um die 1000 Euro. Die hier, also diese Version hier, kostet unter Anführungszeichen nur 260 Dollar, Euro, wie auch immer. Die Budget-Variante hat einige kleine Unterschiede zum Original von Marfione Microtech. Hier haben wir Alugriffe und ich muss sagen, ich war da ein wenig skeptisch, als ich das gehört habe. Der Wolfi hat sich das Teil jetzt gekauft und ich darf es jetzt eine Weile lang testen. Ich bin schon verdammt gespannt. Hier sehen wir schon Kugellager. Hier wunderschöne Ausfräsungen. Gentle Construction, also nicht Sandwich.
wie ihr vorhin gesehen habt, ein Spring Latch, was aber relativ leicht geht, oder hat mich das jetzt getäuscht? Okay, es wirkt ein wenig hypnotisierend. Nee, also es wirkt ein wenig leichtgängig. Hier haben wir einen schönen Bocker-Clip, wieder mit Seriennummer, und der sitzt ordentlich. Aber ich bin schon gespannt, wie man mit dem Teil flippen kann. Es ist relativ leicht, also gewichtsmäßig müsste es so wie das Mofo irgendwie sein. Aber dazu kommt dann noch ein eigenes Video. Wie ihr seht, es wurde im September 2016 gebaut, also noch nagelneu, und es wirkt verdammt scharf. Kurzer Schärfetest mit einem Post-it. Also das geht durch wie Butter. Wahnsinn. So, war da eigentlich noch was dabei? Okay. Was ist das? Oh, das ist ein Schraubentool, genau. Denn Microtech verwendet ja seine ganz eigenen Schrauben. Ich finde es klasse, dass ein Tool dabei ist. Braucht es natürlich auch. Und mal sehen, wie das flippt. Also, Spiel haben wir hier 0. Also die Verarbeitung wirkt auf jeden Fall schon sehr, sehr hochwertig. Hier haben wir noch so eine Art Blutrinne. Und dann würde ich sagen, werde ich jetzt mal ein wenig mit dem Teil flippen. Die nächsten Tage wird dann sicherlich ein Flipping-Video dazu kommen. Und dann auch noch ein Zweiteindrucksvideo. Ich möchte mich nochmal bei Wolfi bedanken, dass er mir das Messer zur Verfügung stellt, um es zu testen. Und natürlich auch für die Geschenke. Also Wolfi, vielen, vielen herzlichen Dank. Den Link zu seinem Kanal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, war's das jetzt auch schon mit diesem Video hier. Vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen oder den Kanal zu abonnieren, falls ihr hier zum ersten Mal seid. Hier drüben findet ihr dann noch zwei Videos, schaut da auch mal rein. Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, euer Dirty Crust. Ciao.